Es geht weiter in Sachen Knie. Übrigens, Schuhe, ich habe mir die Schuhe letztens gekauft am Markt. Es geht weiter in Sachen Knie. Ich bin jetzt hier in Pattaya im Krankenhaus. Und es ist wie üblich immer so ein bisschen Misere, wenn man in ein Krankenhaus geht. Ich warte seit über 3 Stunden. Da siehst du einen Doktor. Du könntest eigentlich alles vorher schon sagen, du bräuchtest eine Blutprobe und so weiter, aber du musst ja warten bis zum Doktor. Dann schicken die dich zum Bluttest. Das Witzige ist aber, du gehst zum Bluttest. Dann sagt er, ja, du musst aber zuerst wieder noch wieder, also du gehst von hier nach da zum Bluttest, dann musst du aber wieder zurücklaufen, zuerst bezahlen und dann machen die erst einen Bluttest. Also ein bisschen. Und die weiß noch nicht einmal, wo ich bezahlen soll. Richtig. Yisip, sagt er. Ich weiß nicht, wo 20 sein soll. Ich habe keinen Plan. So, und das ist so ein bisschen die Misere. Jetzt ansonsten, was ich mich freue, über einen Doktor, der sieht mir zumindest wirklich kompetent aus. Also der sieht echt aus, als ob der Ahnung hätte. Also sieht aus, er ist, sagen wir mal so, ist mal älter. Ich schätze mal um die über 40. Und eben nicht jemanden, wo du das Gefühl hast, der hat gerade einen Schnuller. Der hat gerade abgeschnullert. Ne? Bei vielen hast du das Gefühl, die hätten gerade erst abgeschnullert. Und das Gute bei. Und dann haben die auch keine Erfahrung, glaube ich. Ich glaube beim Arzt, speziell wenn du mit 24 mit dem Studium als Arzt, als Doktor fertig bist, da hast du keinen Plan. Ich glaube, da kommt vieles erst mit der Erfahrung. Deswegen freue ich mich, dass ich das ein bisschen an Älteren habe. Ich frage mal. Sag mal, scheiße Dank hinein. Entweder habe ich mich jetzt verhört, weil ich habe verstanden, hätte Yisip heißt 20, jetzt haben die gesagt Zipa heißt 15. Muss ich nachgucken, ob ich überhaupt genug Kohle habe? Wahrscheinlich habe ich nicht genug Kohle mit. Ich muss da mal nachfragen. Zipa, mein Bruder. Jetzt dann gucken wir mal. Okay, wir sehen uns später. Chai Sangab Kaatai Mai. Chai Satangab Kaat Dai Mai. อะไรนะครับยังมองไม่เฟียดีผมไม่มี500บาทมีแต่การ์ดทำ500ก็ได้ไหม475บาทใช่ไหมทำไมไม่ใช้รวมหมดเวลาเสร็จแล้วอะไรนะครับไม่มีเงินไม่มีครับมีแต่แค่นี้ Das ist das. Ich muss den Blut, denn der Bluttest ist, finde ich, relativ teuer eigentlich. In Nahen habe ich gerade immer mal 300 bezahlt für einen Bluttest. Aber vielleicht ist der umfangreicher, ich weiß es nicht. Und jetzt dann ab 500. Kann man mit Karte bezahlen. Die Rechnung, aber der Bluttest macht eh 4,75. Da denke ich mal, soll die 500 abrechnen, ist mal abwurscht. Weil ich nicht genug Bargeld mit habe, bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Das ist halt leider so, das Telefonieren, die ich meine, man muss ja sagen, die sind halt nett hier auch und so. Aber das mit dem Hin- und Herlaufen ist halt, aber wahrscheinlich überall in jedem auf der Welt, wo bei uns bist du ja, da gibt es ja bei Asterix extra so ein oder mal irgendwie so eine Folge, wo die da irgendwo hin und her rennen, weil die da B12, den Bescheid B12 brauchen und dann von Pontius zu Pilatus, hier halt auch so. Zuerst zum Arzt, dann zur Blutuntersuchung, dann schreibt er hin, dann hierher bezahlen, dann wieder dorthin hin.
schwierig. Aber die ist nett, also muss man echt sagen, mega cool, also die setzt sich ja ein, dass die jetzt anruft, dass wir das jetzt geregelt kriegen mit der Kohle. Wahrscheinlich darf die ja nicht 500 einfach so abbuchen, aber soll die 500 abziehen. Bevor ich jetzt für 25 Bad wieder draußen irgendwo eine Stunde durch die Gegend rennen muss, bis ich einen Bankomaten finde irgendwo. Mal schauen, wie das so wird. Ja, wirklich, tatsächlich, ich freue mich echt über diesen, dass der Arzt älter ist. Da merkst du auch, der kann gut Englisch. Da merkst du, also, irgendwie, du merkst halt, der hat irgendwie Erfahrung bei den 25-Jährigen, die oft eben aussehen wie 16-Jährigen. Da ist ja so, dass dann fangen die zum Googeln an, da merkst du, die sitzen planlos, die können ja nichts dafür. Ich glaube, das ist nicht, das ist eine gute Ausbildung. Ich dachte immer in Österreich, die hätten eine gute Ausbildung mit den Ärzten, weil die im Krankenhaus sind und zuerst einmal eigentlich lernen und nicht selber irgendwie drüben sitzen und den Patienten raten, was denen fehlt. Ich hoffe jetzt nach dem 5-Minuten-Telefonat, dass es jetzt passt, wie die das macht. Oder jetzt sagt die erst, nee, geh ein ETM suchen. Sagt die gleich wieder, geh zuerst suchen ETM. Na. Die schreibt irgendwas mittlerweile, also ich glaube, das wird jetzt dann passen. Jetzt war ich schon, jetzt war ich da eigentlich, wo die in der Suppenahn, da wo die Leute eigentlich, für die Toten war ich. Ich denke mal, da hier stelle ich, das war das erste, ich stelle mich zuerst falsch an, wo die Toten, wo das für die Toten, für die Verbrennung und so weiter stattfindet. Dann gucken die mich blöd an und sagen, hier, nee, nee. Aber da stand der Pfeil dahin. Der stand wirklich dahin. Oder steht auch jetzt noch dahin. Und das Ausländer denkst halt, oh, Bluttest. Und dort, wo der Bluttest drauf ist, steht ja nirgends mehr Bluttest. Und dann bin ich halt hier geradeaus gegangen, den Pfeil entlang. Also, wir sehen uns nachher gleich wieder. Daila? Kang Lang, la? Lang Chak? Okay, so gut. Popcorn Cup. Thank you. Siehst du? So haben die das jetzt dann geregelt, weil das ist ja das Komische. Das hatte ich ja noch nie. Also in keinem Krankenhaus, dass ich bis jetzt dann irgendwo zwischendrin bezahlen musste. Und jetzt dann hat die das geregelt, dass ich dann doch hinten nach alles bezahle. Also nicht jetzt an die Blutuntersuchung extra dazwischendrin, sondern die hat das jetzt geregelt, dass die das Blut untersuchen und ich nachher alles zusammen bezahle. Das ist eigentlich eine gute Idee. Da muss ich ehrlich sagen, eine sehr, sehr gute Idee. Und alles zusammen, also dann kriegst du wahrscheinlich Medikamente oder was auch immer. Oder wenn du eine Spritze kriegst, da muss man sagen, das ist cool, ne? So, also du siehst hier, Laboratorium Blood Test. Da geht der Pfeil darunter. Jetzt dann dachte ich, da unten ist das Band, da ist eigentlich die Tür, aber da ist bereits, wenn du tot bist, also noch nicht für mich. So, jetzt gehe ich Blut abnehmen, ui, bis nachher. Oh je, jetzt wird ein Blut abgenommen. You can, my? What's your name? My name is Helmutus. Okay. Der war Chilpom, Chilen Chilpom. Wir kommen zu Hause. Okay. You can, mate? You can painting, mate? Come, talk, mate? No. Okay, good. Come to a injection. Need no. Oh, okay. Ich hatte früher richtige Spritzenphobie. Einmal habe ich jetzt an dem Mal. Oh, no. Super. Und ich allein habe. Viel Joy. Joy. Ah, Tim Pong. Hat Joy, la. Zumindest macht die Joy mir Vertrauen. Die sagt, die kann das. Ich gucke am besten gar nicht hin. Ah, ja, aber es brennt. Warum? Aha, es brennt trotzdem. Ist eigentlich komisch, dass es brennt.
Ich hätte aber gerade richtig tief reingerammt, die Nadel. Mit deiner. Okay, da bin ich. Willkommen bei der Station. คนไม่ติดนะโอเคค่ะขอบคุณครับครับไปสมัครยุคแก่ๆหมอใช่ไหมโอเคแล้วประมาณเสร็จแล้วเท่าไหร่1ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงคงก็ต้องรอ2ชั่วโมงใช่ไหมอาจจะได้ก่อนนะมันจะได้ก่อนเหรอโอเคคนจอยโชคดีครับสวัสดีครับSo, wir haben es geregelt. Siehst du, jetzt habe ich dich doch zum Blutnehmer mitgenommen. Ich hatte früher wirklich eine Spritzenphobie, aber es hat trotzdem gebrannt ein bisschen. Das kenne ich gar nicht, dass es brennt, wenn da jemand die Spritze rein. Da habe ich jetzt richtig Gänsehaut, vom, wenn ich daran denke, dass es gebrannt hat. Weißt du, so brennen. So wie Alkohol. Das war etwas komisch. Aber... Ich würde dann gucken, wenn ich 2 Stunden Zeit habe, dann hätte man, kann ich mal sowieso ein ATM eigentlich wieder suchen. Oder einen Kaffee trinken gehen, ihr Kunden. Also, wir sehen uns nachher. Bis gleich. Das war, ist halt schön, dass du mit dabei bist hier beim Update. Und so sehen wir uns wieder auf freier Wildbahn sozusagen jetzt an. Boah, bin ich froh. Ich weiß nicht, wo man sich eine Maskenbefreiung hier holen kann. Wenn ich also eine Maske trage, da kriege ich echt die Panik. Ganz im Ernst, das ist überhaupt kein Ding. Ich atme schwer. Ich weiß nicht, ob das, wie das für andere Leute ist, ob die das genauso empfinden. Wie immer. Auf alle Fälle, ja, jetzt habe ich 2 Stunden Zeit. Das heißt, wir gehen einen Kaffee trinken. Zumindest ich auf alle Fälle gehe einen Kaffee trinken. Und... Ja, der war eh cool. Also das, der war cool, der war jetzt dann auch direkt gleich, deswegen sage ich so, der Arzt, das ist irgendwie eine coole Sache. Der war nicht, das hat mich ja in den Krankenhäusern da in Buriram und in Korat irgendwie verwundert, dass ich da nicht irgendwie gleich zuerst einmal Blutuntersuchung hatte. Sondern so ein Rätselraten mit der Medizin. Ich meine, okay, hat geholfen, muss man auch sagen. Also Props. Wo bin ich denn jetzt hierher gekommen? Ich glaube da hinten. Irgendwo war ein 7-Eleven. Ich muss den 7-Eleven finden. Wenn der da ist, ja, ich habe ihn. Passt. Muss man ja sagen, Props, es hat ja funktioniert. Es war mit dem Knie. Heute macht man das Knie ein bisschen mehr Probleme. Aber seit 2 Tagen ist die Medizin aus, muss ich sagen. Und es ging aber so richtig viel besser, dass ich fast nichts mehr gespürt habe. Es war auch cool. Ich hatte das Gefühl, dass es auch cool ist. Ich hatte so wie Beinstrecker im Fitnessstudio trainiert. 2-mal eigentlich. Dachte mal, ziemlich cool. Es hat sich angefühlt, dass das auch irgendwie gut ist für die Bewegung. Ich habe mich danach nach dem Fitnessstudio immer cool gefühlt. Aber... Jetzt sind 3 Tage die Tabs aus und ich merke am 3. Tag, es verschlechtert sich. Deswegen haben wir gedacht, vielleicht heilt es sich wie das Rheuma, die sich damals auch geheilt hatte mit dem Auslaufen der Medizin. Aber ist nicht so. Deswegen jetzt hier Krankenhaus, Blutuntersuchung, gucken, was ist. Auch wenn der gar kein Rheuma oder Gichtspezialist ist. Zu denen habe ich irgendwie cooles Vertrauen. Irgendwie. Ich musste nachher direkt fragen, ob ich die Kamera filmen darf. Vielleicht hat der kommt mir irgendwie cool vor, der Arzt. Und Kreuzschmerzen sind eigentlich zu 100% weg. Jetzt so ein bisschen trainiert wieder mal. Vielleicht hat er wirklich das gefehlt mit dem Trainieren. Natürlich damals wahrscheinlich mit der, keine Ahnung, ja, irgendeine Lebensmittelvergiftung wird schon gewesen sein, dass der ganze Körper entzündet war. Aber jetzt dann eigentlich alles fit, Kreuzschmerzen, überhaupt nichts mehr, alles super. Wir sehen uns, vielleicht sehen wir uns im Kaffee, sonst sehen wir uns wieder, wenn ich wieder zurückkomme. Ich schätze eher, wenn ich wieder zurückkomme, sehen wir uns. Also ich mache jetzt einen Stopp hier bei
Tortis Biergarten. Ein Hauptgrund, warum ich hier Stopp mache, ist, der Steffen hat mich hier eingeladen, dass ich hier einmal eine Kleinigkeit was essen sollte. Deswegen mache ich hier mal Stopp. Werde eine Kleinigkeit zu mir nehmen. Ist ein schöner Laden. Aircondition gibt es halt leider keine. Aber ansonsten schaut hier schön aus. Schöner Tisch. Schöne Tische. Ein Billardtisch. Und danach geht es wieder zurück ins Krankenhaus. Bin mal neugierig, wie ich das hier genießen werde. Also, wir sehen uns wieder im Krankenhaus. Oder, ja, im Krankenhaus. Kennst du das Sprichwort? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Genau so geht's mir jetzt. Bin ich hier, 17.30 Uhr. Blutuntersuchung, was habe ich vorher gesagt? Den Doktor gelobt, fand ich cool. Was ist? Der ist nicht mehr hier. Jetzt gucke ich rein zum anderen. Der sieht mal wieder sehr jung aus, der Einzige, der noch hier ist. Aber, wie gesagt, man soll auch den Tag nicht vor dem Abend verurteilen. Mal gucken, wie es wird. Ich bin neugierig, wie es wird. Und es ist bestimmt ein gutes Omen, dass jetzt ein anderer Doktor ist. Drüben war übrigens schön. Steffen, danke noch einmal an der Stelle und ich berichte nachher, wenn ich wieder rauskomme, berichte ich, wie es verlaufen ist. Okay. Fall erledigt. Fertig. Fertig in allen Belangen, könnte man so sagen. Wow, ich freue mich. Ich verlasse das Krankenhaus. Denn die Ärzte, die sind Mörder. Solche groben Lackel. Na, das reimt sich nicht in der Mehrzahl. Ja, cool, super. Es ist vollbracht sozusagen. Und es ist manchmal wirklich schwierig, sage ich dir. Echt schwierig. Ich denke mir manchmal, ist das so eine Nervenprobe? Stellen die meine Nerven extra auf die Probe oder hat das mit der Sprache zu tun? Es ist schwierig. Also während ich ja den einen Arzt so gelobt habe, da dachte ich mir, mit denen hätten wir ein Video. Ich glaube, der hätte sich direkt gefreut, wenn ich gesagt hätte, komm, lass ein Video hier gemeinsam machen über die Behandlung. Bist ein cooler Typ. Den hätte es gefreut. Bei dem Jungen jetzt wieder, da dachte ich mir, ich frage es lieber nicht. Bemüht sich sehr, alles klar, aber so die Fragen. Mir tut's Knie weh. Trainierst du? Das weiß ich nicht, deswegen sage ich, ist das so eine Frage. Trainierst du so? Er fragt so, ob ich Okgamlangai, das heißt so generell trainieren. Dann sage ich ja, ich weiß ja nicht in welchem Zusammenhang, wie was, weil du hast ja den Doktor vorher ja erklärt, ein langes und ein breites. Hier, vor einem Monat circa angefangen, wie es angefangen hat, alles weiter. Dann bist du auf einmal bei dem, ne? Der fragt, trainierst du? Was? Dann denke ich mal, was meint denn der jetzt? Also sage ich ja, wie, wenn ich jetzt ein hier trainiere, ist das doch egal fürs Knie. Und so weißt, weil ich nicht weiß, was meint denn der jetzt mit dem Trainieren generell? Oder dass ich, wenn das Knie wehtut, dann sagt er Joggen. Dann denke ich mal, weil ich ja noch gesagt habe, ich habe ja so jetzt an zweimal so ein bisschen dabei, da habe ich ja nicht jetzt auch voll trainiert mit dem Beinstrecker oder wie man dazu sagt, habe ich ja nicht voll trainiert, aber halt so, dass du ein bisschen eine Bewegung machst, war halt cool. Und das hat auch nicht im Knie mehr, da ging es mir eher am nächsten Tag besser, hatte ich das Gefühl. Und nee, joggst du. Und das ist eine Frage, ist das Joggen im Allgemeinen, weil ich da wusste ja noch nicht, auf was er hinaus will eigentlich. Meint er jetzt so, das Joggen im Allgemeinen oder meint er jetzt mit dem kaputten Knie? Das sage ich ja, mit dem kaputten Knie, das tut mir weh. Mir tut es ja beim Gehen weh. Da wäre er ja nicht joggen, wenn es mir schon beim Gehen weh tut, wäre er kaum laufen. Ne? Und das ist so ein bisschen schwierig dann, wenn der so wenn du dann so eine Kommunikation hast, wo du denkst, was hat das? Ich check's nicht. Also da habe ich dann immer echt so das Gefühl, meine Nerven werden auf die Probe gestellt. Weil ich sage so, ja, mir tut es ja weh. Das sage ich ja jetzt vor dann irgendwann kommst du eigentlich drauf, so dass das ein Monat ist, so, wo ich mir denke, jetzt ist der davon ausgegangen, dass man das erst heute zu Schmerzen begonnen hat. Das weiß er nicht, weil den anderen ja schon die Sachen erzählst, oder denkst, Alter, okay. Und so ist das dahingegangen, dann
bis ich die sag, na, vor einem Monat. Und ja, war, ob ich vor einem Monat gejoggt habe, sage ich, na, da habe ich auch schon mindestens 2 Wochen nimmer gejoggt. Und dann ist so, aha, ja, es könnte vom Joggen kommen. Da denke ich, Alter, wenn ich schon 2 Wochen nicht mehr jogge, dann kann es ja nicht vom... Er fragt mich, ob ich ein Trauma hatte. Ich glaube, ein Trauma in der Medizin ist irgendwie ein kräftiger Schlag auf irgendetwas. So, wenn du einen Bruch hast, hast du ein Trauma, glaube ich, in der Medizin. Ne? Sonst sagt man es immer Trauma mit eigentlich so einem Schreckerlebnis, aber Trauma, glaube ich, kommt irgendwie vom Schlag oder so. Und das... Ja, könnte vom Joggen, sage ich, nach 2 Wochen oder wie? Nach 2 Wochen fängt das Knie an zu schmerzen, aufgrund von nichts, wo ich nichts mehr jogge und gar nichts. Und das war irgendwie ein sehr schwieriges Gespräch, weil er sagt, na, Rheuma und Gout ist laut dem Blutbild nicht festzustellen. Sage ich, aha, super. Aber was ist das dann? Also dann erzähle ich denen ja das ja in Buriram und in Korat. Und dann zeige ich denen die Medizin, die ich gekriegt habe. Dann sagt er, ah ja, super, ne, wenn du mir zeigst die Medizin, weil ja, der Harnspiegel ist ja ein bisschen zu hoch. Da denke ich mal, ja, jetzt, ich dachte gerade, der hat gepasst, jetzt ist er doch zu hoch, ich check's nicht. Dann reden wir mit ihm. Aha, okay, ja, er wird mir die Medizin da weiter, weil ich habe noch gesagt, jetzt seit eben 3 Tagen, vielleicht auch 4 Tage, dass die weg ist und dass eigentlich das so echt gut besser geworden ist, dass ich fast nichts mehr gemerkt habe. Und heute hat es halt zum Schmerzen begonnen. Also auch gestern noch, ich dachte, ah cool, vielleicht wird's. Und dann erkläre ich ihm das und sage, so. Und okay, super. Und dann verschreiben wir da das, was die da verschrieben haben, wenn es geholfen hat, super. Und ich werde noch etwas geben, damit die Harnsäure im Blut reduziert wird. Dann wird es ja Gicht sein, so sagt er. Ne? So dachte ich mir, ui, passt, ist ja fast wie Kaffeesatz lesen. Und passt, ne? Jetzt gehe ich zahlen, dann sagt die 535. Da denke ich mal, ich dachte, die Blutprobe kostet schon 475, aber da habe ich die scheinbar entweder früher falsch verstanden oder die ist danach billiger geworden. Ich frage noch, sicher 535, 100 pro? Ja, ja. Dann war aber die Blutprobe mit 275, also habe ich die wahrscheinlich früher falsch verstanden, obwohl ich gedacht hätte, ich hätte eigentlich nachgefragt, 475, aber okay. Man will sich ja nicht aufregen, wenn es 200 Watt billiger ist als gedacht. Und dann kriege ich die Medizin, dann kriege ich nur das, was ich eigentlich da in Buriram und in Korat gekriegt habe. Da sage ich aber, da sollte doch noch eine Medizin dabei sein, um den Harnspiegel zu, den Harnspiegel im Blut zu reduzieren. Aha, ja, dann war wieder Brimborium, dann war der Arzt wieder nicht da. Und bis ich da wieder jetzt, und dann bis ich dann die Medizin, da dachte ich mir, ja, vielleicht hat er, weil du weißt ja nicht. Du denkst, der sagt ja, ich gebe dir die 2 Medikamente, dann kriegst du nur eines. Denkst, okay, vielleicht irgendwo im Computer was verloren gegangen oder hat er jetzt seine Meinung geändert in der Sekunde, wo ich wieder raus bin bei der Tür. Ich weiß es nicht. Dann hat das gedauert wieder, weil er irgendwo hin ist, in irgendeinen anderen Raum und hast ihn nicht gesehen, aber irgendwie... Wir haben es gepeilt gekriegt, wir haben es geschafft gekriegt. Jetzt habe ich 2 Sorten Medikamente. Ich hoffe, das wird jetzt gut werden. Mal schauen. Weil das eine hat mir wirklich gut, also es ist wirklich super besser geworden. Bis vor 3-4 Tagen. Und jetzt ist, heute hat es halt angefangen, also ein bisschen habe ich gemerkt, okay, ich spüre es wieder. Und mal schauen, was es ist. Eigentlich freue ich mich drüber, wenn der sagt, dass an und für sich vom Inflammation-Ding hier nichts ist. Aber Inflammation sollte sein, aber nicht jetzt von den... Aber ich weiß es auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir das Blutbild eigentlich nehmen sollen. Aber ich glaube, die haben nur 3 Sachen untersucht. Ich weiß es nicht. Während die Nahen, da waren richtig... Da, wo ich in Nahen war, da war richtig viel. Da habe ich damals auch immer den Zettel gekriegt, was die untersuchen. Und da stand auch drauf... Was, wie viel, wo war. Da, ich habe hier gar keinen Zettel. In Nahen hatte ich einen Zettel irgendwie in die Hand gekriegt vom Blutding und dann stand da drauf, ich weiß nicht mehr was. Da waren auf alle Fälle knappe 10 Sachen drauf, glaube ich. Naja, so geht's weiter. Es bleibt spannend mit meinem Knie und ich sage Servus, geben wieder einen Daumen nach oben, geben einen Daumen nach oben für ein gesundes Knie. Ich sage Servus und alles Gute. Wir sehen uns.
Du bleibst am Laufenden. So, jetzt muss ich die Kamera noch einmal rausholen, weil ich dachte die ganze Zeit, es kommt mir irgendwie bekannt vor, wo ich da so gesagt habe, wie das abgelaufen ist. Und jetzt ist es mir eingefallen. Es hat mich, ich wusste nicht, an was es mich erinnert, aber ich dachte eher so eine Art Déjà-vu, aber ich glaube, ich weiß, woran es mich erinnert. Da gibt es einen YouTube-Kanal, der heißt Varion, mit V geschrieben. Den finde ich super geil. Das ist ein einziger Typ, der war aber immer so zwei, drei Personen spielt. Und der spielt so ähnlich, wie das jetzt abgelaufen ist. So wie einmal so, da diskutieren immer zu zweit oder zu dritt, also ihr eigentlich allein. Und es hat das eine eigentlich komplett immer nichts mit dem anderen zu tun, aus dem Zusammenhang gerissen. Und so die Frage ist, ja, wie, was hat das damit zu tun? Ist egal, hat trotzdem. Und so war das ja ungefähr da auch, wie mitten, wo der gefragt hat, mit dem Trainieren. So, ja, ab und an mal. Ja, daher wird's kommen. Sag ich, ja, aber Knie hat er schon vorher wie getan. Ja, ist egal. Daher wird's kommen, daher wirst du ein Trauma haben. Und dann denk ich, bin ich jetzt da eigentlich den Arm trainiere, ist das doch egal. Warum, was hat das mit denen zu tun? Und so weiter. Und ja, da kommt vom Joggen, wo? Ja, wie? Ja, dann kommt so ein Joggen, ja. Ja, ich bin doch 14 Tage nicht mehr gejoggt. Ja, ist egal, es kommt vom Joggen dann. Das wäre eigentlich ein geiles Meme gewesen, wahrscheinlich ähnlich wie bei Varion, nur live eigentlich. Das wäre irgendwie cool gekommen. Deswegen, ich muss das jetzt sagen, check mal den Kanal aus von Varion. Der hat immer so kurze Videos, 2-3 Minuten. Und ich lache mir da jedes Mal kaputt eigentlich, wenn ich da die... kriegt er jetzt eben logischerweise immer Vorschläge von YouTube und ich lache mich da wirklich kaputt über den. Das ist wirklich cool. Der hat auch letztens mit dem Kevin James einen Deal gemacht, fand ich mega cool, weil er den einfach angeschrieben hat. Eigentlich hat er gesagt, das ist ein cooles Meme in der Art. In dem Sinn, ich sag Servus, freut mich, dass du noch einmal mit dabei bist und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und nicht vergessen, Daumen nach oben fürs gesunde Knie.